Hier nun machen wir weiter mit dem zweiten Video zum fünften Kapitel meines Buches, das fünfte Kapitel, der Untergang, Debellation und Kondominium aus meinem Buch Die Demokratielüge, 150 Jahre deutscher Obrigkeitsstaat. Nun, ich gehe ja immer gerne zurück auf das letzte Video, um ein paar Dinge, die mir wichtig erscheinen, noch einmal ins Gedächtnis zu rufen. Und ich habe hier wieder so ein Schnipsel, aus dem auch hervorgeht, warum ihr von dieser eigentlich sehr wichtigen Zeit des Kondominiums, also von jenen 4 Jahren vom 8. Mai 1945 bis zum 8. Mai 1949, so wenig gehört habt, warum sich die Schulen, die Universitäten, die Medien dazu mehr oder weniger ausschweigen, weil was gerade eben in diesem Kondominium passiert ist, das ist offenbarend mit Blick auf die Statthalter der Alliierten, denn mehr sind diese politischen Parteien und ihre Parteipolitiker bis heute nicht und mehr werden sie auch in diesem System niemals werden. Deshalb hier noch einmal ein Schnipsel vom letzten Mal, der das aufgreift. Ich werde dazu gleich noch ein wenig weiter ausführen. Es sind knapp 2 Minuten. Die politischen Parteien und ihre Nachfolgeorganisationen, die in der Weimarer Republik so entsetzlich und unrettbar vor der Geschichte versagt hatten, würden bald die Bildungs- und Medienpolitik in den westdeutschen Teilstaat fest in Händen halten und so nicht zuletzt die Möglichkeit, das historische Narrativ in eigener Sache mit größter Breitenwirkung und nach ihrem Gusto zu frisieren. Diese Parteien Konrad Adenauers, Kurt Schumachers und Erich Mendes, respektive deren politische Vorläuferorganisationen, das weiß ja nach Jahrzehnten hochselektiver und indoktrinierter Geschichtspolitik im deutschen Reststaat der real existierenden BRD heute kaum noch einer, hatten als Weimarer Koalition bereits an der Wiege der Ersten Republik und dann in verschiedenen Konstellationen rekurrent versagt, die den deutschen Funktionseliten wesensfremde Demokratie wetterfest zu machen. Diese politischen Parteien hatten die Hitlerei nicht verhindert, teilweise ihr den Weg bereitet und sie waren es bestimmt nicht, die den totalitären deutschen Unrechtsstaat niedergerungen hatten. Deshalb sprechen wir heute bei aller Ambivalenz zu Recht vom 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung, weil es in Deutschland diese Kräfte nicht gegeben hat, diesen Verbrecherstaat aus eigener Kraft zu überwinden und abzuwerfen. Eine internationale Koalition musste das tun. Diesen alliierten Siegermächten haben sich die deutschen politischen Parteien und ihre Funktionäre unbefähigt, unberufen und historisch diskreditiert bereits wenige Wochen nach der Debellation angedient. Die deutsche Gesellschaft lag in größter materieller und ideeller Not danieder. Ach, Entschuldigung, so spannend. Das ist nochmal wichtig, da war ja jetzt einiges drin. Also, sie erzählen euch in der Schule, in den Universitäten und in den Medien nur das, was ihr wissen sollt. Und das habt ihr gerade gehört, also Politik hat die Kultushoheit in den Ländern zum Beispiel. Sie bestimmen, was in den Lehrplänen steht und was nicht darin steht. Und wenn ihr euch mal, das ist, glaube ich, der Artikel 21 Grundgesetz ansieht. Ne? Die politischen Parteien wirken an der Willensbildung der Bevölkerung mit. Also das ist ja ein exponierter Artikel, wenn ihr so wollt. Sofort nach dem sogenannten Grundrechtskatalog kommt da mit Artikel 21 schon gleich diese bestimmende pädagogisierende Position der Parteien. Also ich meine, was soll das? Also ich meine, können die Menschen nicht selber denken? Brauchen die diese viel zu vielen korrumpierten Parteipolitiker, um ihnen den Willen zu bilden? Also das ist schon hochbedenklich und wir werden uns damit auch beschäftigen im nächsten Kapitel, wenn wir dann eben inhaltlich auch in das Grundgesetz reingehen. Dieses Grundgesetz ist ja
weit überschätzt von den sogenannten Verfassungspatrioten. Also die haben ja weder verstanden, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist, noch dass es rein dem Interessenpartikularismus bestimmter Kräfte, also insbesondere natürlich der Parteipolitiker und des Berufsbeamtentums frönt. Und es gibt ja dann auch noch diesen Drehtüreffekt, damit werden wir uns auch noch beschäftigen, eben zwischen Berufsbeamtentum und Berufspolitikertum, die mit Abstand größte Gruppe in den Parlamenten, das sind ja dann noch einmal die Beamten, die Staatsdiener. So, aber da war ja noch mehr drin. Diese politischen Parteien hatten eben schon vor 1933 restlos vor der Geschichte versagt, die dann 1949 die Geschicke des westdeutschen Teilstaats wieder in die Hand nehmen und bis heute, das ist dann eben eine weitere Wolte, die ihnen 1990 gelungen ist, bis heute die Geschicke des deutschen Reststaats in Händen halten. Und wir sehen ja dieser Tage, wohin das führt. Ich erinnere da noch einmal an das etwas längere Zitat aus dem ersten Video zum fünften Kapitel von Karl Jaspers. Da steht im Grunde genommen alles drin. Also er hat es in Echtzeit erkannt, wie es fehlgeht mit diesem neuen Staat. Und er hatte dann ja sozusagen 1960 mit seinem Buch wohin treibt die BRD oder wohin, also irgendwie in diesem Sinne, hatte er es ja schon gesagt, dass es letztlich ein obrigkeitlicher Parteienstaat geworden ist. So, aber es geht ja noch viel, viel weiter zurück und ich möchte das hier an dieser Stelle noch einmal ausführen, weil es eben paramount wichtig ist. Wir haben ja eine relativ kurze Zeitspanne deutscher Nationalstaatlichkeit. Der deutsche Nationalstaat war ein verspäteter und verunfallter Nationalstaat und er ist ja gerade erst einmal 150 oder in diesem Jahr 151 Jahre alt. Wenngleich man ja im Grunde genommen nach dem 8. Mai 1945 überhaupt nicht mehr von einem Nationalstaat sprechen kann. Und im Grunde genommen ist ja auch die, ich sage mal, die politische Idee der Nation seither vollkommen abhanden gekommen und sogar mit großer manipulativer Energie den Massen abgewöhnt worden. So, aber sei es wie es ist, vor 151 Jahren und wir sind das ja alles durchschritten hier, hat also Bismarck diesen Nationalstaat mit Gewalt, also wir hatten das gesehen, die drei sogenannten Einigungskriege und wie er selbst gesagt hatte, mit Blut und Stahl hat er den ja mehr oder weniger zusammengezwungen und er war natürlich ein Autokrat, er war natürlich kein Demokrat, aber er war ein begnadeter Staatsmann, das muss man ihm ja lassen, das ist unbenommen und er war der Einzige, der dazu in der Lage gewesen ist, dieses komplizierte Gebilde in der Mitte Europas einigermaßen unbeschadet durch die Zeit zu bringen. Und das riss dann nach knapp 20 Jahren seiner Kanzlerschaft ab und dann übernahm ja Wilhelm II. Und hat das Ganze sozusagen in die Katastrophe geritten. Und Bismarck war der Erste und der letzte Staatsmann, den wir hatten. Also der letzte Staatsmann von Format. Danach kamen nur noch Epigonen, die dem nicht mehr gewachsen waren. Das hatte, wie wir gesehen haben, auch damit zu tun, dass Bismarck eben dieser Autokrat gewesen ist und es nicht zugelassen hat, dass neben ihm fähige Köpfe aufsteigen konnten. Dass er also jeden, der ihm irgendwie gefährlich werden konnte, weggebissen hat. Und das hat eben in erster Linie dazu geführt, dass politische Reife in den politischen Parteien nicht entstehen konnte und unter den konstitutionellen Verhältnissen natürlich auch nicht in der Breite der Bevölkerung. So, und so alt ist das Problem tatsächlich,
Und es ist ja durch die adverse Selektion nicht besser geworden. Es wird ja immer schlimmer, weil, wie wir gesagt haben, Leute, die wirklich über Expertise verfügen und die wirkliche Leadership-Qualitäten haben, die gehen in die Wirtschaft. Die sind damals in die Wirtschaft gegangen und die gehen heute in die Wirtschaft, weil sie da sehr viel mehr bewegen können als in diesem vermurksten Staat. Und dass eben nach Bismarck kein Staatsmann von Format auf dem Plan gewesen ist, das sehen wir ja nun an den entsetzlichen Verunfallungen. Also, wie gesagt, Wilhelm II. Hat es dann in die Grütze geritten, dann kam Hindenburg als der Ersatzmonarch, der hat dann die Weimarer Republik zu Schanden geritten, hat es dann sozusagen im freien Fall noch Hitler in den Schoß gegeben, und Hitler war ja nun auch kein begnadeter Staatsmann, sondern ein Wahnsinniger letztlich. Und am 8. Mai 1945 war es zu Ende. Und diese Parteien, die in der Weimarer Republik gescheitert waren, ich meine, wenn sie irgendetwas republikanisch-demokratisches anzubieten gehabt hätten, dann hätten sie ja vielleicht die Demokratie wetterfest gemacht. Aber da war ja nichts. Da war ja nichts. Sie haben ja den reaktionären Kräften in die Hände gespielt, haben dann teilweise, also die BVP, das Zentrum, die DDP, dem Ermächtigungsgesetz noch zugestimmt und haben sich dann abgewickelt. Ja? Also die Parteien wurden aufgelöst, haben sich selbst aufgelöst. Da war nichts mehr. Da war nichts mehr, und am allerwenigsten waren es diese Köpfe, die dann die Hitlerei aus der Welt geschafft haben. Das waren keine deutschen Politiker und es waren auch nicht irgendwelche Menschen im deutschen Staatsapparat. Die haben der Hitlerei gedient im deutschen Staatsapparat. Und dann brauchte es erst diese internationale Koalition, um diesen deutschen Unrechtsstaat, der eben auf der dem Humanum abgewandten Seite unterwegs gewesen ist, ja niederzuringen. Und dann gab es am 8. Mai 1945 eben auch diesen deutschen Staat nicht mehr. Und wie wir gesehen haben, durch einen Treppenwitz der Geschichte, Ost-West-Konflikt, ist es dann tatsächlich diesen vor der Geschichte diskreditierten, gescheiterten, unbefähigten, unberufenen Parteipolitikern der sogenannten Weimarer Koalition, denn nichts anderes waren ja die Konstellationen, die dann am Anfang der real existierenden BRD standen, ist es ihnen gelungen, sich in dieser geopolitischen Zwickmühle, in der sich nun einmal die Westalliierten befanden, sich interessant zu machen und dann den alten Staat zu rekonstituieren. So, das ist ja das, wo wir jetzt sind, hier in unserem Narrativ. Aber alles das, was wir heute haben, also letztlich dieser deutsche Reststaat in seiner Spätphase, der sich, wie ich ja verschiedentlich sage, seit 1990 in der demokratischen Insolvenzverschleppung befindet, das alles ist angelegt eben in dem Grundgesetz, dass sich die politischen Parteien und die Parteipolitiker und die Berufsbeamten im Parlamentarischen Rat auf den Leib geschrieben haben. Und es ist angelegt in der immer weiter fortschreitenden Negativauslese. Also da ist nichts mehr übrig, da ist keine Substanz mehr übrig. Also wir fahren in den Abgrund, und das verstehen die meisten Menschen ja gar nicht. Die haben ja noch irgendwelche Vorstellungen, die haben dann müsste ein anderer Kanzler müsste das machen. Das ist ja alles totaler Quatsch. Also wer soll das denn machen? Also wenn jetzt, sagen wir mal, den Kanzler Scholz seine Vergangenheit einholt, da irgendwas mit Warburg Bank und hast du nicht gesehen, und er muss tatsächlich den Kanzlerthron räumen, ja, was denn dann? Dann kommt da
Hubertus Heil oder was? Oder dann kommt Friedrich Merz von der CDU. Was soll das denn? Also da geht es ja geradewegs weiter in den Abgrund und der schaltet jetzt, je nachdem wer das dann ist, der schaltet einen Gang hoch oder schaltet einen Gang runter, aber die Richtung ist immer noch in den Abgrund. Da würde sich überhaupt nichts ändern in diesem politischen System. Und das muss man sich einmal vor Augen führen. Und wir haben keinen Staatsmann von Format, weil die Auslesemechanismen und die Sozialisationsmechanismen seit über 70 Jahren in diesem politischen System es einfach nicht zulassen. Es einfach nicht zulassen, es ausgeschlossen haben. Und es ist mit jedem Tag und mit jeder Stunde, die dieses politisch-administrative System in der Zeit fortbesteht, mehr ausschließen. Und das muss man einfach mal verstehen und sich da nicht irgendwelche Sachen zurechtträumen, die zu nichts führen, außer weiter in den Abgrund. Und ich habe es verschiedentlich gesagt, mit den Leuten, die wir zur Verfügung haben, mit dem politischen Personal, das wir zur Verfügung haben, ist es eine Anmaßung, einen Nationalstaat in der Mitte Europas, der bis vor kurzem jedenfalls wirtschaftlich noch einigermaßen stark gewesen ist, durch die Zeit bringen zu wollen. Das ist ein Wunder, dass das nicht schon vorher in die Brüche gegangen ist. Und es ist sozusagen wahrscheinlich den Alliierten jedenfalls noch bis 1990 zu danken, dass sie da eingegriffen haben, wenn es zu sehr aus dem Ruder lief. Und das jedenfalls ist der Ausweg oder der einzige Ausweg, den ich sehe. Zurückgehen in die kleineren Entitäten, das sind ja die Länder, und dann erstmal das tun, was Karl Jaspers eben schon in Kondomedium vorgeschlagen hat, von unten aus der Mitte der Gesellschaft politische Reife zu erwachsen zu lassen, die wir bis heute nicht haben, und dann eben aus diesen organischen, gemeinschaftlichen Zusammenhängen diejenigen, die sich dort hervortun, die sich durch Augenmaß und Verantwortungsgefühl bewähren, aufsteigen lassen und so in den kleineren Entitäten vielleicht zu der Selbstbestimmung und Freiheitlichkeit und Emanzipation zu gelangen, die uns seit unseres nationalstaatlichen Bestehens nie gegeben gewesen ist, die wir nie und zu keinem Zeitpunkt hatten. Diesen deutschen Nationalstaat oder diesen Reststaat in der Mitte Europas fortführen zu wollen mit diesem Personal, das halte ich für gefährlich. Und wir sehen dieser Tage, wie hochnotgefährlich das ist. Also zerschlagen in kleineren Entitäten, in einem losen Staatenbund etwas Neues aufbauen, den Staat jeweils so klein und so schmal und so kärglich wie möglich halten, dann kann er am wenigsten Schaden anrichten. Und dann vielleicht wieder aufsteigen in Freiheit und Selbstbestimmung. Und das heißt nicht unbedingt in Wohlstand. Denn das ist es ja gewesen, was alles dies dann mit dem sogenannten Wirtschaftswunder, was ja alles dies, was liegen geblieben war nach 1945, die Aufarbeitung und die Entwicklung einer politischen Idee aus der Mitte der Gesellschaft heraus, das ist ja dann durch dieses sogenannte Wirtschaftswunder und durch den moderaten Wohlstand in der Breite, das ist ja das, was dann überdeckt und erstickt worden ist, und die Leute haben sich eben dann der Arbeit und dem Konsum zugewandt und im Grunde genommen diese Arbeit am kollektiven Bewusstsein, an der eigentümlichen nationalen Identität, die ja erfolgen musste, haben sie aber einfach zur Seite geschoben und haben sich einfach nachgerade abgelenkt mit ihrem ein-, zweimal Urlaub im Jahr und ihrem Mittelklassewagen und ihrem Reihenhaus und ihrem schönen Vorgarten und diesem
diesem ganzen nichts unwerten Zeug, wenn man es einmal genau bedenkt. Und weil dieses System und seine politischen Parteien die Gesellschaft dann eben in diesen über 70 Jahren in der politischen Unreife gehalten haben und die Gesellschaft ja immer tiefer in die politische Unreife gestoßen haben, denn wenn man ein Organ sozusagen nicht entwickelt, dann bildet sich das eben zurück, das ist einfach so. Und deshalb sehen wir uns jetzt dieser manifesten Krisensituation, in der wir uns befinden, auch politisch weltanschaulich so unvorbereitet gegenüber. Ja? Also da kommen ein paar ideologisierte Spinner, die an allen Ecken aus dem Karton springen, aber deren Werkzeugkasten also überhaupt nicht dafür ausgestattet ist, diesen Riesenschaden, diese Katastrophe, in der wir uns befinden, zu reparieren. Und wie verfahren die Situation ist, das verstehen wir eben erst im Rückblick und dann eben im Durchgang durch diese 150-jährige nationalstaatliche Geschichte und jetzt eben, wo wir uns gerade in diesem Kapitel hier befinden, im Kondominium. Und da machen wir jetzt weiter mit dem zweiten Video zum fünften Kapitel. 5.4, der Schuldspruch über dem deutschen Volke. Einstweilen befinden wir uns mit unserem Narrativ noch im Jahre 1945. Die Alliierten haben Deutschland unter sich aufgeteilt und die Verfügungsgewalt übernommen. Sie ernennen in den von ihnen geschaffenen späteren Bundesländern Ministerpräsidenten, die einstweilen ohne demokratische Legitimation, aber unter der Aufsicht der jeweiligen Militärregierung eine begrenzte Regierungsgewalt entfalten. Auf der Potsdamer Konferenz, die in das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 ausmündet, wird der Alliierte Kontrollrat ins Leben gerufen, der als oberstes Verwaltungsorgan das politische Band für das in vier Zonen aufgeteilte Deutschland schaffen soll. Man einigt sich auf die Zerschlagung der NSDAP und ihrer Gliederungen, die Aufhebung der nationalsozialistischen Gesetze und Verordnungen, die Entnazifizierung und Entmilitarisierung und die ins Werk zu setzende Verurteilung der Hauptkriegsverbrecher. Weiter wurde die Schaffung demokratischer politischer Institutionen, die Überwachung des Unterrichtswesens und die Evokation demokratischen Denkens projektiert. Eine zentrale Regierung wurde zunächst nicht angestrebt. Die hingegen angestrebte wirtschaftliche Zentralverwaltung in bestimmten Bereichen blieb bis zum Auseinanderbrechen des Kontrollrats am 20. März 1948 ein ungelöstes Problem. Zunächst aber konstituiert sich der Alliierte Kontrollrat auf seiner ersten Sitzung am 30. August 1945 in Berlin. Es werden schnell die zentrifugalen Kräfte zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion, aber auch innerhalb des Lagers der Westalliierten, die französische Veto-Politik in Sachen Zentralverwaltung bestimmend. Insofern die Exekutivgewalt weiterhin bei den Militärgouverneuren in den vier Besatzungszonen liegt, wird der Alliierte Kontrollrat die ihm zugedachte vereinheitlichende Wirkung auf das gesamte besetzte Deutschland zu keinem Zeitpunkt entfalten. Zeitweilig ist die Entfremdung zwischen den US-Amerikanern, die eine wirtschaftliche Zentralverwaltung für Deutschland wünschen, und den Franzosen, die dadurch auch ein politisches Wiedererstarken Deutschlands fürchten, so groß, dass eine trizonale Lösung unter Einschluss der Sowjetunion und Ausschluss der Franzosen erwogen wird. Die Potsdamer Konferenz vom 17. Juli 1945 bis zum 2. August 1945 gilt als letzte konsensuale Veranstaltung aller vier Kriegsalliierten, die von nun an eigene Wege gehen, ihre Interessenkonflikte nicht mehr zu überbrücken vermögen und schließlich in den Ost-West-Konflikt ausmünden. Bevor dies jedoch geschieht, einigt man sich im Potsdamer Abkommen noch einmal auf eine denkwürdige Passage, die die deutschen Geschicke seither nachhaltig
und zum Nachteil der deutschen Gesellschaft beeinflussen wird. Darin werden nicht etwa der deutsche Staat und seine Funktionseliten, sondern wird ausdrücklich das deutsche Volk für die Verbrechen des nationalsozialistischen deutschen Staats verantwortlich gemacht. Wörtlich heißt es hierzu im Potsdamer Abkommen, quote, das deutsche Volk muss überzeugt werden, dass es eine totale militärische Niederlage erlitten hat und dass es sich nicht der Verantwortung entziehen kann für das, was es selbst dadurch auf sich geladen hat, dass seine eigene mitleidlose Kriegsführung und der fanatische Widerstand der Nazis die deutsche Wirtschaft zerstört und Chaos und Elend unvermeidlich gemacht haben. Endquote. Dies ist natürlich sachlich nicht richtig, weil nicht Völker, sondern Staaten Kriege führen. Deutsche leben in der ganzen Welt. Diese stumpfsinnige völkische Denkungsart, die als Grundpfeiler der nationalsozialistischen Ideologie so viel Schaden angerichtet hatte, wird dadurch nicht sinnvoller, dass die Alliierten sie jetzt nur anders gewendet verwenden. Wir hatten bereits weiter oben bemerkt, dass eine Gesellschaft nicht über Zerstörer, Kampfflugzeuge, Panzer und Waffen verfügt. Eine Gesellschaft betreibt auch keine Konzentrationslager und Eisenbahnnetze für deren Beschickung. Es ist der Staat, von dem, solange er existiert, diese Gefahr ausgeht. Je größer und mächtiger ein solcher Staat ist, desto größer ist auch die mit seiner Existenz gegebene potenzielle Gefahr. Es macht mit Blick auf das Konzept der Debellation auch keinen Sinn, den Staat durch das Volk oder durch die Gesellschaft ersetzen zu wollen. Wollte man anstelle des Staates das Volk vollständig niederringen und vernichten, würde dies konsequenterweise erneut in einem Völkermord enden. In gleicher Weise wird nun aber mit dem Schaden umgegangen, den der deutsche Staat angerichtet hat. Auch die zu leistenden Reparationen werden als etwas angemahnt, quote, wofür das deutsche Volk der Verantwortung nicht entgehen kann, endquote. Mag nun die Annahme, welche 1945 Eingang in das Potsdamer Abkommen gefunden hat, auch in der Sache irrig sein, so ist sie damit nicht minder interessengeleitet und es ist damit eine Agenda und eine ins Werk zu setzende massenpsychologische Strategie in die Welt gekommen, die danach von den Regierungen der real existierenden BRD bruchlos übernommen worden ist bis auf den heutigen Tag. Nach dem Rollback der Strukturen des alten deutschen Obrigkeitsstaates, den es nach der Debellation eigentlich nicht mehr hätte geben dürfen, hat diese verzerrte Sicht der Dinge es dem westdeutschen Teilstaat und seinen Funktionseliten allererst ermöglicht, von der eigenen Verantwortung abzulenken und das Volk respektive die Gesellschaft dauerhaft in Haftung zu nehmen. Der zunehmende Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in dieser Gesellschaft ist gleich mit in Haftung genommen worden, weil er die Reparationen und Kompensationen und die seit 1990 Reparationen unter anderem Namen ungefragt als Steuerzahler mitzutragen haben würde. Ein Kapitel jüngster deutscher Geschichte, das in der gebotenen Offenheit überhaupt noch nicht diskutiert worden ist. Die zitierte Passage aus dem Potsdamer Abkommen, nach der das deutsche Volk von seiner Verantwortung überzeugt werden muss und nicht etwa der deutsche Staat und seine Funktionseliten, ist ein früher Ausdruck der Geschichtspolitik, wie im Übrigen ein Ausfluss des Konzepts der Re-Education, welche dann in der real existierenden BRD Epoche machen wird. Wir hatten zwar weiter oben verschiedentlich festgestellt, dass Staat und Gesellschaft in einem Verhältnis kommunizierender Röhren zueinander stehen und dass letztlich jede Gesellschaft die Regierung hat, die sie verdient. Das ist aber etwas anderes als ein zutiefst politisch unreifes Volk, das überhaupt nur 14 Jahre demokratische Partizipation im politischen und ökonomischen Chaos der Weimarer Republik auf der Habensseite hat, für die Auswüchse eines durch Militarismus und Bürokratismus geprägten Obrigkeitsstaats verantwortlich zu machen, der in seiner nationalstaatlichen Ausprägung 1945 immerhin 74 Jahre
auf der Uhr hatte, die prägenden preußischen Vorläufer nicht mitgerechnet. Die Analyse der Alliierten stimmte in diesem Punkt nicht und dennoch wurde genau dieser Irrtum für den Fortgang der deutschen Geschichte prägend und für die neuere Zeitgeschichtsschreibung bestimmend. Mehr noch ließen die Westalliierten bald durch geopolitische und pragmatische Überlegungen geleitet von ihrem anfänglichen richtigen Ansatz ab, den deutschen Staat zu beseitigen. Je mehr sich aber der alte Obrigkeitsstaat rekonstituierte, desto stärker musste sich das Narrativ durchsetzen, nachdem Volk respektive Gesellschaft die Schuld und Verantwortung an der Hitlerei nicht nur trugen, sondern fortwährend zu tragen haben würden. Es liegt in dieser sich früh abzeichnenden und dann rapide verfestigenden falschen Auffassung von Staat und Gesellschaft in der Tat ein Schlüssel zum Verständnis der verqueren Geschichts-, Vergangenheitsbewältigungs- und Wiedergutmachungspolitik des westdeutschen Staatsstaats nach 1945 und ihrer Entgrenzung im deutschen Reststaat seit 1990. Potsdam als im Grunde letzter Akt kriegsalliierter Einvernehmlichkeit bedeutete aber noch mehr als diesen eigentümlichen und folgenreichen Schuldspruch über das deutsche Volk. Es wurden, was wiederum im Zusammenhang mit diesem für schuldig befundenen Volk gesehen werden muss, bereits in Potsdam die Tatsachen der Abtrennung der deutschen Ostgebiete geschaffen, wenngleich danach jahrzehntelang und im Grunde bis heute staats- und völkerrechtlich um den heißen Brei dieser Annexion herumgeschlichen worden ist. Golomann sagt dies in dankenswerter Deutlichkeit, quote, die Potsdamer Beschlüsse verkürzten den deutschen Siedlungsraum um etwa ein Viertel, indem sie die deutschen Länder östlich der Flüsse Oder und Neiße polnischer, den nördlichen Teil der Provinz Ostpreußen russischer ziviler Verwaltung unterstellten. Zwar sollte die endgültige Ziehung von Deutschlands Ostgrenze einem Friedensvertrag vorbehalten bleiben. Da man jedoch die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den polnisch verwalteten Gebieten als eine vollzogene hinnahm, die sie im Moment des Beschlusses noch nicht einmal war, und den hastig improvisierten westdeutschen Behörden den Befehl gab, die einströmenden Millionen von Flüchtlingen zu ernähren und zu behausen, so nahm das Provisorium sich vom ersten Moment so endgültig aus, wie es sich in den folgenden Jahren erwies. Praktisch, obgleich nicht völkerrechtlich, liefen die Beschlüsse auf die Annexion mehrerer alter deutscher Provinzen Ostpreußen, Schlesien, Teile von Pommern und Brandenburg durch Polen hinaus. Eine so furchtbare Verstümmelung des besiegten Staates setzte voraus, er würde auf die Dauer so ohnmächtig bleiben, wie er im Augenblick war. Endquote. Zwischen Kollaboration und Kooperation. Die Frage einer gesamtdeutschen, was unter Ausklammerung der Polenfrage immer schon eine dezidiert kleindeutsche war, und einer zonalen Lösung der Deutschlandpolitik beschäftigte den Alliierten Kontrollrat in seinen insgesamt 82 Sitzungen, die er bis zum 20. März 1948 abhalten sollte. Eine konsensuale Lösung standen einmal die Franzosen, die nun einmal in direkter Nachbarschaft zu diesem deutschen Staat leben mussten und sein Erstarken fürchteten und insbesondere seine linksrheinische Flanke unter ihre Kontrolle zu bringen suchten. Und dann wieder die Sowjetunion gegen, die unwillig war, im Falle einer Zentralverwaltung etwas von der Souveränität in ihrer Besatzungszone abgeben zu müssen. Die deutschen Ansprechpartner, verbliebene Verwaltungsmenschen und die Vertreter der politischen Parteien hatten zunächst operativ überhaupt nichts zu vermelden. Nichtsdestominder, ja, wie soll man ihr Handeln überhaupt einordnen? Kollaboration trifft es nicht hundertprozentig, denn der schlimmste Feind, daran besteht kein Zweifel,
war der letzte deutsche Führerstaat gewesen. Irgendwo zwischen Kollaboration und Kooperation lag ihr Tun. Zu sehr durch die Auflösung der hergebrachten Verhältnisse geprägt, um Kollaboration sein zu können, aber auch zu servil und fremdbestimmt, um Kooperation genannt werden zu können. Je stärker jedoch die Uneinigkeit zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion wurde, desto mehr wuchs das Gewicht der autochthonen Politiker und Beamten, und sie wurden, als sich das Konzept der Schaffung eines westdeutschen Teilstaats durchzusetzen begann, zu einem letztlich nicht mehr hintergehbaren Faktor und ihrerseits zum Verhandlungspartner und Verbündeten mit wachsendem Einfluss auf den zumal innenpolitischen Gang der Dinge. Diese Bedeutung und Aufwertung ihrer Position haben sie sehr wohl erkannt und in die Waagschale geworfen, jedoch keineswegs im Interesse eines bonum commune, sondern mit kaltem Herzen von Anfang an ihre Partikularinteressen verfolgend. Währenddessen die deutsche Wirtschaft noch am Boden lag. Nur rund 10% der Industrieanlagen konnten in den ersten Nachkriegsmonaten ihre Produktion aufrechterhalten und noch 1948 lag die Industrieproduktion ungefähr auf halbem Niveau des Jahres 1936. Die Uneinigkeit der Alliierten bedeutete in wirtschaftlicher Hinsicht Stagnation auf niedrigstem Niveau. Das Land konnte sich nicht aus eigener Kraft versorgen. Die Hauptlast der landwirtschaftlichen Produktion lag in den Ostgebieten, die längst unter sowjetische respektive polnische Verwaltung gefallen waren. Die Alliierten, allen voran die US-Amerikaner, hatten auch kein Interesse, einen dauerhaften Subventionsfall aus Deutschland zu machen. Im Gegenteil erwarteten sie Reparationen, in deren Saldo die Gebietsverluste damals wie heute nicht mit eingerechnet worden sind, die das Land letztlich nur leisten konnte, wenn es zurück auf ein industrielles Produktionsniveau gebracht werden würde. Die Sowjetunion hielt sich in ihrem Sektor durch umfangreiche Demontagen und Reparationsentnahmen aus der laufenden Produktion einstweilen schadlos. Die US-Amerikaner verfolgten eine wirtschaftliche Einheit des verbliebenen Deutschlands herbeizuführen, weil sie dahin den schnellsten Weg einer Steigerung seiner ökonomischen Leistungsfähigkeit sahen. Aber die Schaffung eines kommoden Lebensstandards allein reichte aus ihrer Sicht nicht aus, um aus den Deutschen dauerhaft ein friedfertiges Volk zu machen. Dazu bedurfte es mehr. 5.6 reichlich Re-Education und wenig Substanz. Wir haben uns bereits hinlänglich mit dem Zustand auseinandergesetzt, der nach der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 eingetreten war. Ein staatsrechtliches Vakuum war entstanden. Der deutsche Staat existierte nicht mehr und eine nach vier Zonen unterteilte Militärdiktatur greift Raum. Die Alliierten wollten eine Situation wie nach 1919 um jeden Preis verhindern, als die deutschen Verwaltungsstrukturen unberührt geblieben waren und die Streitkräfte zwar dezimiert, in ihren Kommandostrukturen aber ebenfalls erhalten geblieben waren. Die Folge war der wühlende Revanchismus des rückwärtsgewandten deutschen Berufsbeamtentums und der Militärs. Der preußische Bürokratismus und Militarismus sehnte sich auch in der ihm wesensfremden Republik nach den alten, steil hierarchischen und obrigkeitsstaatlichen Verhältnissen des Kaiserreichs und fand zunächst in Hindenburg einen Ersatzmonarchen und schließlich in Hitler seinen ultimativen Führer. Damit dies nicht noch einmal geschehe, war es dieses Mal erklärte Absicht der Alliierten, nicht nur die Strukturen des niedergerungenen deutschen Nazistaats, also die NSDAP und ihre Gliederungen, die Wehrmacht und das Land Preußen zu zerschlagen, sondern auch den Geist aus den Köpfen zu vertreiben, der die menschenwidrigen Umtriebe dieses deutschen Staates allererst ermöglicht hatte und die massenhafte Gefolgschaft auf die verantwortungslose und dilettantische Führer in Deutschland noch immer haben bauen können.
Massenpsychologisch war dies durchaus ambitioniert, einen über Generationen eingelebten Untertanengeist auf der einen und obrigkeitliche Gesinnung auf der anderen Seite aus der Welt zu schaffen. Der nationale Chauvinismus hatte zwar durch die restlose Niederlage und das Elend, in das er geführt hatte, zunächst einen gehörigen Dämpfer erfahren, aber wie lange würde die Erinnerung daran wach bleiben? Dieses massenpsychologische Mammutprojekt wäre unter optimalen Bedingungen, also der nicht vorhandenen Einigkeit unter den Alliierten, bereits ambitioniert und in seinem Ausgang ungewiss gewesen. Dadurch aber, dass der Ost-West-Konflikt schon bald neue ideologische Fronten aufwarf, musste es unvollendet, respektive im laufenden Prozess der Umerziehung, seine Richtung ändern. Im westdeutschen Staatsdienst war es gewissermaßen über Nacht bald wieder rufschädigender und der eigenen Karriere abträglicher, ein Kommunist zu sein, als ein Nationalsozialist gewesen zu sein. Nicht nur den deutschen Staat hat diese geopolitische Entwicklung, die nun bald mitten in Deutschland eine Systemgrenze aufwarf, vor seinem verdienten Untergang bewahrt. Mehr noch konnten durch das Revirement, wie es danach rasch unter Adenauer einsetzte, Exponenten des alten Obrigkeitsstaats, Adenauer selbst war ja ein solcher, in die Ministerien, Ministerialverwaltungen, Gerichte und so weiter zurückkehren und mit ihnen der alte obrigkeitsstaatliche Geist. Für die unter dem Druck der Ereignisse wieder einmal auf unbestimmte Zeit aufgeschobene Emanzipation der Gesellschaft war und bleibt dies verheerend. Die Deutschen haben sich in der Folge eine für die Völkerfamilie verträglichere, friedfertige Gesinnung indoktrinieren lassen. Sie neigen gar neuen überkompensatorischen Irrationalismen zu. Sie sind dadurch aber in der Breite keineswegs zu freien Individuen in einem von ihnen selbst bestimmten Gemeinwesen geworden. Ob diese auf den ersten Blick verträglichere, friedfertige Gesinnung nicht vielleicht doch nur wenig verinnerlichte Attitüde, rein äußerliche Pose ist, werden sie in den sich bereits abzeichnenden sozialökonomischen Krisen der nahen Zukunft erst noch unter Beweis zu stellen haben. Für uns wird es jetzt, wenn wir uns mit dem Umerziehungsprogramm der Westalliierten beschäftigen, nachzuvollziehen sein, wie scheinbar bruchlos und wie von Zauberhand demokratischer Geist in den westdeutschen Staat Einzug gehalten hat. Wir verstehen im nächsten Schritt aber auch, wie wenig Substanz diese nicht gewachsene, sondern verordnete Demokratie sowohl auf Seiten der Regierenden als auch auf Seiten der Regierten in Wahrheit aufzuweisen hat. Wir bewegen uns im deutschen Reststaat an seinem 150. Jahrestag in der Tat auf schwankendem Grunde. Die eigene politische Idee, die, wie wir bei Karl Jaspers gehört haben, in den kleinen Einheiten entstehen und sich durch praktische Übernahme der Verantwortung und Partizipation bewähren und entwickeln muss, hat es ja zu keinem Zeitpunkt gegeben. Was die Westalliierten als Re-Education bezeichneten und wir mit dem deutschen Wort Umerziehung übersetzen können, setzte nicht erst nach oder mit der Debellation ein. Vielmehr hat die Re-Education ihren Ursprung und ist Ausfluss der psychologischen Kriegsführung. Lange vor der deutschen Kapitulation, noch inmitten der Kriegshandlungen, verbreiteten die vorrückenden US-amerikanischen Streitkräfte seit dem Spätjahr 1942 die Auslandsrundfunksendung des US-Außenministeriums, die Stimme Amerikas. Auf diese Weise möglichst viele Köpfe im Feindesland zu gewinnen, war zentraler Bestandteil der psychologischen Kriegsführung. Den Nazis wiederum war nur zu bewusst, dass ungehinderter Informationsfluss und der freie Diskurs ihrer verqueren Ideologie nicht guttun würde. Deshalb haben sie Bücher verbrannt und haben sie das Abhören von Feindsendern unter Todesstrafe gestellt.
Den Westalliierten war ihrerseits von Anfang an bewusst, dass sie neben der militärischen Niederringung Deutschlands auch den Kampf um die Köpfe gewinnen mussten. Bereits im Spätjahr 1944 haben sie sich auf drei Grundsätze für den Rundfunk geeinigt. Erstens, jede deutsche Sendetätigkeit war nach der Besetzung zur Sicherheit und zum Schutz der alliierten Streitkräfte einzustellen und die weitere Verbreitung nationalsozialistischem Gedankengut zu verhindern. Zweitens, die Infrastruktur der Sendeanlagen und der Sender war möglichst unbeschädigt zu beschlagnahmen und für Mitteilungen der Militärregierung nutzbar zu machen. Drittens, auf mittlere Frist sollten geeignete Deutsche, zunächst unter alliierter Zensur, Kontrolle und Oberaufsicht, in den Rundfunksendern nachrücken und zunehmend die Programmverantwortung zurückerlangen. An diesem Programm haben die Alliierten mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen in den Besatzungszonen auch festgehalten. Ihnen war klar, dass hiervon die Nachhaltigkeit ihres Sieges wesentlich abhängen würde. Die uneingeschränkte Protektion und Privilegierung, welcher der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich bis heute im deutschen Rechtsstaat erfreuen kann, und die Kontrollmacht, welche die Landesmedienanstalten über die privaten Anbieter ausüben, erklärt sich vor dem Hintergrund eines massenpsychologischen Großprojekts, das seine Wurzeln in psychologischer Kriegsführung hat. Schon früh wurden von den Alliierten Listen erstellt, in denen die verfügbaren Sendeeinrichtungen verzeichnet waren, und Listen, in denen die geeigneten deutschen Rundfunkmitarbeiter und Publizisten aufgeführt waren. Dass diese Listen nicht immer valide waren und die Alliierten auch gelegentlich Hochstapler, Betrüger und Bauernfänger in ihren Pool der geeigneten deutschen Rundfunkmitarbeiter aufnahmen, verwundert angesichts der Ordoferne der Verhältnisse nicht. Die Zeit des Kondominiums war auch die Zeit der Glücksritter und Krisenprofiteure. Lebensläufe wurden mit Fantasie und teilweise krimineller Energie frisiert, um sich den Alliierten respektabel zu machen, die immer Bedarf für qualifiziertes und unbelastetes Personal hatten. Fantasie, Opportunismus und Dreistigkeit verschafften so mancher verkrachten Existenz eine Karriere, die bis vor kurzem schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte. Nicht auf die wenigsten Parteipolitiker und Ministerialbeamten der in Gründung befindlichen Bonner Republik traf dies zu. Ein anderes Beispiel ist Gaston Ullmann, der sich als politisch verfolgter kubanischer Herkunft ausgab, bei dem es sich in Wahrheit aber um den Deutschen mit fadenscheiniger Vergangenheit Walter Ullmann handelte. Ullmann, aka Ullmann, wurde von der amerikanischen Militärregierung in exponierter Position bei Radio München eingesetzt, das wenige Tage nach der bedingungslosen Kapitulation schon am 12. Mai 1945 unter der Kontrolle der US-amerikanischen Militärregierung wieder zu senden begann. Wir zitieren diese skurrile Geschichte, die uns Rüdiger Bolz überliefert, in einiger Länge, weil sie uns eine Vorstellung vermittelt, wie unübersichtlich die Verhältnisse in Deutschland unter dem Kondominium waren und welche kuriosen Gestalten sich unvermittelt und in aller Öffentlichkeit sogar zu Moralisten aufschwingen konnten, wenn sie nur den gerade dem Zeitgeist genehmen passenden Ton anzuschlagen wussten. Quote: Der eklatanteste Missgriff unterlief der Militärregierung mit der Person des Berichterstatters von den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, Gaston Ullmann, also im wohl umstrittensten Bereich der Umerziehung. Zum einen zogen Ullmanns der Kollektivschuldthese und amerikanischer Strafpolitik huldigenden Kommentare fast durchweg ablehnende bis hasserfüllte Hörerreaktionen nach sich. Zum anderen zeigte sich an Ullmann, dass bei aller Strenge der Kriterien das politische Auswahlverfahren der Militärregierung seine systemimmanenten Schwächen hatte.
von den amerikanischen Truppen aus dem Kriegsgefangenenlager Moosburg befreit, ließ den damals 46-Jährigen eine hauptsächlich selbst erfundene Biografie als politisch verfolgter kubanischer Herkunft mit journalistischer Laufbahn durch etliche Länder als besonders qualifiziert und glaubwürdig erscheinen. Jeweils fürstlich residierend pendelte er bald im Konvoi zwischen Nürnberg und München und erfreute sich unermesslicher Macht, alles kuschte vor ihm, ob er nun Kontakt zu den in Nürnberg Angeklagten aufnehmen wollte oder für irgendein Fest sämtliche Orchideen im Botanischen Garten abschneiden ließ. Erst als sich herausstellte, dass Ullmann Kunstschätze, Möbel und Schmuck verschob, ermittelten die Amerikaner, dass dieser Mann in Wahrheit der deutsche Walter Ullmann war. Ein Abenteurer, der wegen fortgesetzten Betrugs während der NS-Zeit im Zuchthaus eingesessen hatte. Und Ernst Rowohlt erkannte in ihm angeblich jeden Joe Lehrmann, der rund 20 Jahre zuvor Robert Musil um eine erhebliche Geldsumme betrogen hatte. Doch ließ man ihn, um einen Skandal zu vermeiden, weiter berichten bis zur Verkündigung der Urteilssprüche im Hauptprozess am 6. Oktober 1946. Endquote. Bei den Rundfunksendern, von denen die ersten wie Radio Hamburg schon vor der Debellation und andere wie Radio München kurz danach unter alliierter Kontrolle wieder zu senden begannen, war der jeweiligen Militärregierung unterstellte Rundfunkoffizier die maßgebliche Persönlichkeit. Jedes Wort, das über den Sender ging, jedes Manuskript musste zuvor abgezeichnet werden. Was gemessen an den zeitlosen Maßstäben der intellektuellen Unabhängigkeit und Freiheit der Meinungsäußerung als unerträgliches Ärgernis erscheint, lief in durchschnittlicher Alltäglichkeit allerdings mehr oder weniger reibungslos ab. Warum der Widerstand gegen die alliierten Zensurmaßnahmen mehr als verhalten gewesen ist, erklärt sich nun aber keineswegs allein aus der Macht des Faktischen, dass die Alliierten nun einmal am Drücker waren. Vielmehr waren die von uns gerade bemühten zeitlosen Maßstäbe der intellektuellen Unabhängigkeit und Freiheit der Meinungsäußerung in Deutschland kaum je und zum Zeitpunkt des Kondominiums schon lange nicht mehr heimisch gewesen. Es liegt hier ein Schlüssel für das Verständnis der Entwicklung von Presse und Medien in der real existierenden BRD bis auf den heutigen Tag. Tatsächlich können wir eine Ähnlichkeit der Verhältnisse vor und nach der Debellation erkennen. Nicht etwa dergestalt, dass der deutsche Militarismus und Nationalchauvinismus inhaltlich weiter verbreitet worden wäre, aber sehr wohl in der Gestalt, dass die veröffentlichte Meinung weiterhin gelenkt war. Der Spin war jetzt lediglich ein anderer. Zwar gilt Deutschland als das Ursprungsland der Zeitung, gleichwohl ist die Presse- und Publikationsfreiheit eher selten in diesen Landen zu Hause gewesen. Am ehesten noch eröffnete die deutsche Kleinstaaterei Spielräume für publizistische Vielfalt. Wir hatten weiter oben kurz die Editionsgeschichte von Humboldts Schrift über die Grenzen des Staates gestreift. Da war es noch möglich, wenn die Zensur in einem Staat wütete, auf ein anderes Fürstentum auszuweichen und so dennoch publizieren zu können. Als sich der deutsche Nationalstaat dann in Gründung befand, noch bevor es ihn eigentlich gab mit den Karlsbader Beschlüssen, wurde die Pressefreiheit gleich flächendeckend eingeschränkt. Im Kaiserreich ist 1874 mit dem Pressegesetz zwar formal die Pressefreiheit eingeräumt worden, insofern jedoch die politischen Parteien mehr oder weniger offen hinter den verschiedenen Publikationen standen, bestimmte eine Gesinnungspresse die veröffentlichte Meinung, die im besten Falle noch durch verschiedene verfügbare Strömungen einen Ausgleich schaffen konnte, wenngleich die dies zu übersehen erforderliche Medienkompetenz in der Breite des Partei- und Wahlvolks nicht vorausgesetzt werden konnte. Diese Vielfalt der Positionen wurde dann aber bereits während des Ersten Weltkriegs wieder kassiert und durch eine Militärzensur ersetzt. In der Weimarer Reichsverfassung wurde 1919 die Pressefreiheit Artikel 118 Weimarer Reichsverfassung zwar festgeschrieben, diese wurde aber zunächst 1922 durch das Republikschutzgesetz und am Ende der 1920er Jahre und am Anfang der 1930er Jahre durch zahlreiche Notverordnungen wieder zunehmend eingeschränkt. Im nationalsozialistischen deutschen Staat unterlagen dann sämtliche Presseverlautbarungen der Gleichschaltung und der zentralen Kontrolle durch das Reichspropagandaministerium.
Das Schriftleitergesetz unterwarf den Journalistenberuf bereits im Spätjahr 1933 einer rassistischen und gesinnungsmäßigen Auslese. Die Medienlandschaft wurde radikal ausgedünnt. 1944 war die Zahl der Zeitungen auf ein Viertel verglichen mit dem Stand vor der Machtergreifung zurückgegangen und die NSDAP kontrollierte 82,5% der täglichen Presseerzeugnisse. Wenn die Westalliierten dann im April 1945 in ihrem Handbook for the Control of German Information Services das Verbot aller deutschen Medien, die Herausgabe alliierter Heeresgruppenzeitungen und die Genehmigung deutscher Publikationen nur nach alliierter Lizenzierung als neue presserechtliche Parole herausgaben, hatte sich für die deutschen Presseschaffenden nichts verändert, dass sie nicht, solange sie zurückdenken konnten, in dieser oder ähnlicher Form hinlänglich kannten. Gewechselt hatte der Zensor und die vorgegebene innerliche Linie. Dass zensiert wird, hatte sich dahingegen nicht geändert. Wir sollten uns stets vor Augen halten, dass wir uns auch hier in einem Kontinuum befinden. Dies trifft auf den deutschen Staat über alle Regimegrenzen in den letzten 150 Jahren zu. Es trifft aber auch auf seine Medienlandschaft zu. Wahr ist auch, dass die Ansätze der Westalliierten unter Führung der US-Amerikaner und Briten sowohl in Sachen Demokratie als auch in der Frage der Unabhängigkeit der Presse sogar vielversprechender als alles waren, was die deutschen Parteipolitiker, sobald sie wieder an Einfluss gewannen, dann daraus gemacht haben. Für die Rundfunkschaffenden war es auch nur ein weiteres Revirement, als sich die alliierten Rundfunkoffiziere wieder aus den Sendern zurückzogen, dafür aber die Parteienvertreter sich in den Rundfunk- und Verwaltungsräten der neu geschaffenen Rundfunkanstalten breit machten und von nun an den Spin die neue Linie vorgaben. Das allerdings war von den Alliierten so nicht geplant. Dem britischen Chief Controller Hugh Green, der den NWDR für die britische Besatzungszone aufgebaut hatte, schwebte ein dezidiert politikfernes Modell bei der Besetzung der Aufsichtsgremien vor. Dieses an der britischen BBC orientierte Modell ist letztlich für den gesamten westdeutschen Teilstaat paradigmatisch geworden und nicht das US-amerikanische Modell kommerzieller Medien, die sich am Markt refinanzieren. Green wollte die Parteipolitiker aus dem Verwaltungsrat und dem Hauptausschuss, später Rundfunkrat der Rundfunkanstalten, tunlichst heraushalten. Als dann 1948 der NWDR in eine Anstalt des öffentlichen Rechts der Länder Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen überführt worden ist, war dies so bereits nicht mehr durchsetzbar und die politischen Parteien machten sich den öffentlichen rechtlichen Rundfunk via den Staat insgesamt zur Beute. Noch bevor es einen Bundesnachrichtendienst gab, platzierte dessen scharf antikommunistisch ausgerichtete Vorläuferorganisation Gehlen personell und funktional ein nachrichtendienstliches Relikt aus Nazitagen seine Agenten beim NWDR, der als linksoffen galt. Einer dieser Agenten hatte es immerhin zum stellvertretenden Chefredakteur gebracht. Adenauer selbst waren die durch die Bundesländer kontrollierten Sender ein Ärgernis. Dies nicht etwa, weil er die Sender grundsätzlich von politischem Einfluss freihalten wollte, sondern ganz im Gegenteil, weil der Bund und damit er höchst selbst diesen Einfluss haben sollte. Er stellte sich ein Deutschlandfernsehen als ihm gewogene Konkurrenz zu von den Ländern dominierten ARD vor, ist aber vor dem Bundesverfassungsgericht und, wie man annehmen darf, den Alliierten im Hintergrund ausgebremst worden. Mittelbar ist dann 1961 das ZDF gegründet worden, dessen Kontrolle sich die Parteipolitik genauso bemächtigte wie zuvor über die ARD-Anstalten. Wie die Alliierten, so wussten auch die Parteipolitiker der in Gründung befindlichen Bonner Republik, dass der Kampf um die Köpfe nur Schulter an Schulter mit den Massenmedien zu gewinnen war und sie waren sich nicht zu schade, die durch die Alliierten geschaffenen mächtigen Strukturen in ihrem Sinne zu instrumentalisieren. Die Idee der Medien als einer unabhängigen vierten Gewalt ist in Deutschland stets unterentwickelt geblieben und nicht als Kernbestand der Demokratie verinnerlicht worden, wie überhaupt das Konzept der Checks and Balances, respektive der Gewaltentrennung, mehr im politischen Schaufenster ausgestellt als gelebt worden ist.
Das hier bei uns oft ungeschützt vorgetragene Gerede von der Gewaltenteilung offenbart dem aufmerksamen Zuhörer mehr von der schändlichen Gesinnung derer, die da teilen und herrschen, als es soll. Die politischen Begehrlichkeiten waren und sind zu groß, die Tradition und Prägkraft einer liberalen politischen Kultur zu schwach. Diese mächtigen Instrumente der Manipulation der Massen wechselten in den 1940er Jahren mehrfach den Besitzer, waren aber zu keinem Zeitpunkt unabhängig im Wortsinne. 1955, just in dem Jahr, als die alliierte Hohe Kommission ihre Rundfunkhoheit über den westdeutschen Teilstaat aufgab, wurde der NWDR in den NDR und den WDR aufgespalten. Auch diesem Schritt lagen parteipolitische Begehrlichkeiten zugrunde, dem Parteienproporz weiteren Einfluss auf die Kontrollgremien der Sender zu verschaffen. Wer sich mit der deutschen Nachkriegsgeschichte beschäftigt, wird sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass eine teilweise Rückgewinnung von staatlicher Souveränität keinesfalls mit einem Zugewinn an gesellschaftlicher Freiheit gleichzusetzen ist. Nicht anders als die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verdanken sich die bis heute dominierenden großen Player auf dem Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt nicht minder der alliierten Lizenzpolitik. Die Berliner Zeitung ist als Heeresgruppenzeitung der Roten Armee hervorgegangen. In den Westzonen hat die Frankfurter Rundschau am 1. August 1945 die erste Lizenz durch die US-amerikanische Militärregierung erhalten. Der Tagesspiegel ist in Berlin am 27. September 1945 gegründet worden. 1946 wurde der Axel Springer Verlag gegründet. Die Wochenzeitung Die Zeit erschien ebenfalls in diesem Jahr. 1947 folgte der Spiegel. Wie die Rundfunkoffiziere in den Sendern waren es hier die alliierten Presseoffiziere, die Inhalte und Formate bis hin zu den Schriftgrößen und Anzeigepreisen vorgaben. Wer als Publizist und Journalist einmal derart konditioniert worden ist, wird auch späterhin für die Interessen und Wünsche der Dienste stets ein offenes Ohr haben, ohne derartige Eingriffe absonderlich und unerhört zu finden. 1949 fiel dann das Modell der Lizenzierung, sodass prinzipiell jeder einen Verlag gründen konnte, der über das notwendige Kapital verfügte. Dies war die Stunde der Altverleger, die bis 1949 automatisch von der Lizenzvergabe ausgeschlossen waren, weil sie den Alliierten als belastet galten. Allerdings hatte die Lizenzpresse durch ihr frühes Erscheinen einen Wettbewerbsvorteil erlangt, den sie sich nicht wieder nehmen ließ. Die ebenfalls 1949 gegründete Deutsche Presseagentur, DPA, war ein Zusammenschluss der Deutschen Nachrichtenagentur, Süddeutschen Nachrichtenagentur und des Deutschen Pressedienstes als jeweilige Gründungen der drei Westalliierten in ihren Zonen. Kontrolle und Manipulation. Sei es auch mit mehr oder minder hehren alliierten Absichten, war allgegenwärtig. Wer auch nur ein wenig Ahnenforschung in der deutschen Presselandschaft betreibt, den wird der Stammbaum unausweichlich auf die Abteilung für psychologische Kriegsführung der Alliierten zurückführen. Aber natürlich würde, wer es ernst meint mit der Umerziehung, nicht erst bei den breiten Medien, sondern bereits bei der Bildung und Erziehung ansetzen. Und die Alliierten meinten es ernst. Über das Amt für öffentliche Angelegenheiten kontrollierten die US-amerikanischen Besatzer engmaschig und flächendeckend den gesamten Bildungsbereich. Universitäten, Schulen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Gewerkschaften, Jugendkirchen und Frauenorganisationen. Unter Aufsicht des US-Außenministeriums war bereits im Frühjahr 1945 ein langfristiger Plan für die Umerziehung der Deutschen, JCS-Direktive 1067, als Manual für die Militärregierung vorgelegt worden. Der US-amerikanische Hochkommissar für Deutschland, John McCloy, berichtet 1952 in seinem Abschlussbericht mit einer seltenen Offenheit über die Umerziehungsmaßnahmen, wie sie in der späteren real existierenden BRD von ihren Emporkömmlingen und Kreaturen so nicht mehr gepflegt worden ist. Quote: In den vergangenen 7 Jahren wurden durch Beamte des
Amtes für öffentliche Angelegenheiten, Rundfunksender, Zeitungen, Zeitschriften, Druckereien, Schulen, Bibliotheken, Museen, Forschungsinstitute, Amerikahäuser, Jugendlager und Aktionen zur Erforschung der öffentlichen Meinung persönlich geleitet bzw. durch entsprechende Anweisungen maßgeblich beeinflusst. In den letzten Jahren verlagert sich das Schwergewicht der Arbeit von der direkten Anleitung auf die Unterstützungs- und Beratungstätigkeit. Über Fernschreiber, Post, Presse, Rundfunk wurden unzählige Meldungen und Berichte, Interviews, Kommentare und Reden verbreitet. Das Amt veranlasste Übersetzungen von Tausenden von Artikeln bzw. Hunderten von Büchern ins Deutsche und brachte Tausende nach bestimmten Gesichtspunkten ausgewählte Deutsche in den unmittelbaren Kontakt mit der amerikanischen und westeuropäischen Lebensweise. Diese Tätigkeit hat seit Kriegsende keine Unterbrechung erfahren. Die Durchführung der Programme oblag nacheinander dem Kriegsinformationsamt der amerikanischen Regierung, United Office of War Information, der Abteilung für psychologische Kriegsführung im alliierten Hauptquartier für Europa, Psychological Warfare Division of Chef, den Abteilungen für zivile Angelegenheiten und für Nachrichtenkontrolle im Staatssekretariat für die Armee, Civil Affairs and Press Censorship Divisions of the Department of the Army und der Abteilung für Nachrichtenkontrolle, Information Control Division, der späteren Informationsabteilung, Information Service Division der amerikanischen Militärregierung UNGUS. Mit dem Inkrafttreten des Besatzungsstatuts im Sommer 1949 wurde das Programm von dem der amerikanischen Hochkommission für Deutschland angeschlossenen Amt für öffentliche Angelegenheiten übernommen. Endquote. So haben sie euch und euren Vorfahren das Hirn gewaschen. Man soll es nur eben auch einmal zur Kenntnis nehmen. Ja. So viel für heute. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit dem Punkt 5.7. Identitätsveränderndes massenpsychologisches Großprojekt. Es ist ja nicht so, dass dies alles keine Folgen hätte. Und die gedungenen westdeutschen Parteipolitiker der politischen Parteien, die schon vor 1933 versagt hatten, waren ihnen zu Diensten und haben es bis heute in diesem Sinne und in diesem Geiste fortgeführt. Das müsst ihr eben verstehen, wenn ihr verstehen wollt, in was für einer bemitleidenswürdigen Situation sich diese deutsche Gesellschaft befindet. In Freiheit und Verantwortung werden wir und vergehen wir. In Freiheit und Verantwortung spreche ich diese Worte. In Freiheit und Verantwortung nehmet sie an oder verwerfet sie.